Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Das ist der Vlogmas Part 4 und somit auch der letzte Teil. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch dieses Format gefallen hat. Dann mache ich das vielleicht nächstes Jahr wieder. Ich bin gerade mit meinem Freund in Hamburg. Wir machen hier so eine Art Kurztrip und werden auch ein Musical besuchen. Und ich habe gedacht, ich nehme euch mit. Wir sind jetzt gerade schon im Hotel angekommen. Wir sind mit dem Zug gefahren. Meine Mama hat uns zum Bahnhof gefahren. Und ja, ich mache jetzt mal eine kleine Roomtour. Viel Spaß und ja, generell viel Spaß bei dem Vlog. Also hier kommt man rein und das hier ist der Flur. Dann hat man hier links direkt das Badezimmer. Das ist halt alles relativ klein, aber es reicht halt vollkommen. Es ist richtig schön und sauber. Hello. Dann hat man hier eben noch so eine kleine Dusche und hier ist die Toilette. Also hier gibt es jetzt keine Badewanne oder so, aber ich finde, das reicht halt vollkommen und das ist richtig schön. Auch generell, das Hotel ist einfach sehr, sehr schön. Dann kommt man hier rein und hier ist dann das Schlafzimmer. Hier hat man nochmal so einen Ganzkörperspiegel, was ich sehr gut finde, weil wir gehen ja auch zum Musical. Und ich habe mir ein paar Outfits mitgenommen und deswegen ist das ganz gut, dass es hier diesen Spiegel gibt. Sehr schön. Dann sind hier einmal die Betten und noch so ein Schreibtisch mit so einem kleinen Flachbildfernseher. Und ich zeige euch mal die Aussicht. Es ist richtig hoch. Der Ausblick ist zwar nicht mega schön. Da vorne ist noch ein anderes Hotel und ja, hier sind Baustellen und so weiter. Aber trotzdem ist es einfach sehr, sehr cool und das Hotelzimmer gefällt mir richtig, richtig gut. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen ja, hier drin chillen, weil heute ist Sonntag. Man kann eh nicht so viel machen und deswegen, ja, draußen regnet es halt und wir werden dann gleich mal ein bisschen rausgehen, vielleicht auf den Weihnachtsmarkt, denn noch ist ja die Zeit dafür und dann gehen wir noch später essen. Also wir haben noch einiges vor und ich nehme euch natürlich mit. Wir haben uns jetzt ein bisschen ready gemacht und werden jetzt ein bisschen draußen in Hamburg spazieren und vielleicht auf den Weihnachtsmarkt gehen. Das hier ist mein Outfit und so werde ich dann nachher auch zum Musical gehen. Also wir werden nicht nochmal zum Hotel gehen, sondern ja, gehen halt direkt zum Musical, gehen auch vorher noch was essen. Und ja, Leute, ich liebe diese Tasche. Die ist von Steve Madden. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber ja, das ist mein Outfit und wir gehen jetzt mal los. Das Wetter ist sehr scheiße. Hallo, wir waren gerade in so einem kleinen Café, also ja, eher so ein Bäcker und das Wetter ist halt so scheiße. Wir sind die ganze Zeit irgendwie total verwirrt, was wir jetzt machen sollen, weil im Endeffekt heute ist Sonntag. Heute ist übrigens der erste Tag nach meiner Quarantäne, also ja, bis gestern ging meine Quarantäne, heute ist der erste Tag. Mir geht es eigentlich ganz gut, ich bin halt noch so ein bisschen kurzatmig, aber ja, genau, aber um zum Thema zurückzukehren. Wir waren gerade bei so einem Café, Bäcker, wie auch immer, um uns aufzuwärmen, um ein bisschen was zu essen, aber das Wetter ist so scheiße und eigentlich wollen wir jetzt auf den Santa Pauli Weihnachtsmarkt, aber ja, keine Ahnung, also irgendwie sind unsere Pläne heute wirklich total verwirrend und ich glaube, dieser Vlog wird auch ein bisschen verwirrend, es tut mir sehr leid, aber ja, genau, ich versuche euch natürlich so gut es geht mitzunehmen, aber es ist halt schon irgendwie, ja, mega schwierig und deswegen, ja, genau. Wir haben es endlich auf den Santa Pauli Weihnachtsmarkt geschafft. Ihr seht, wie ich aussehe. Also das Wetter ist wirklich einfach nur blöd. Und ja, aber wir sind jetzt da und es ist richtig, richtig schön hier. Ja, genau. Also wenn es nicht regnen würde, wären diese Sitzgelegenheiten einfach so mega cool. Schaut euch das mal an mit so einem Kamin und so Fotos. Einfach richtig süß hier.
Wir sind jetzt wieder ganz kurz zurück im Hotel, denn es war wirklich so kalt und wir wussten gar nicht, was wir machen sollen. Es ist halt sonntags, die Läden haben zu und ja, wir waren ein bisschen auf dem Santa Pauli Weihnachtsmarkt. Es war mega, mega, mega schön, also kann ich echt jedem empfehlen. Aber ja, danach konnten wir halt nicht mehr viel machen. Jetzt gehen wir gleich was essen oder wir bestellen uns irgendwas und so und dann geht's zum Musical. Da kann ich euch natürlich nicht mehr wirklich mitnehmen, deswegen lasse ich die Kamera jetzt erstmal hier. Und dann sehen wir uns entweder nachher oder morgen wieder. Guten Morgen, Leute. Wir waren ja gestern beim Musical und es ist jetzt schon der nächste Tag. Wir werden auch gleich auschecken. Ich konnte euch nicht wirklich mitnehmen, beziehungsweise ich wollte dann meine Kamera auch nicht mehr mitnehmen. Wir haben nicht mehr wirklich was gegessen, waren nur kurz bei Five Guys und ja, dann im Musical die Eiskönigin. Es war richtig, richtig gut. Also für jeden, der mal nach Hamburg fährt, schaut euch das wirklich unbedingt an. Es war so, 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 so empfehlenswert. Das Bühnenbild und so, wie man das überhaupt hinkriegt, ist wirklich der Hammer. Das muss so viel Arbeit sein und ja, also es war einfach richtig schön. Und ich kann es nur jedem empfehlen, da einfach mal hinzugehen, wenn man in Hamburg ist. Genau, wie gesagt, das ist der nächste Tag. Wir waren auch schon frühstücken. Ich muss sagen, das Frühstücksbuffet war so mittelmäßig. Aber ich meine, man soll ja nur satt werden. Und genau, wir werden jetzt gleich ein bisschen shoppen gehen. Da werde ich euch natürlich auch mitnehmen. Und dann fahren wir heute Abend irgendwann wieder zurück nach Kiel und gehen noch essen, entweder hier oder in Kiel oder keine Ahnung was. Genau, weil wir halt gestern nicht wirklich essen waren und ja. Guck mal, man sieht von hier sogar die Elbphilharmonie. Da hinten ist die Elbphilharmonie. Let's go in die Stadt. Oh, da ist der Leuchtturm. Warum sage ich immer Leuchtturm? Man merkt, ich komme vom Meer. Da ist der Fernsehturm. Ist schon wirklich ziemlich hoch. Friends, es ist mittlerweile ein bisschen später. Genau. Ich habe leider ein bisschen vergessen zu vloggen, beziehungsweise mir ging es auch nicht so gut. Das erzähle ich euch gleich. Wir haben mittlerweile ein Wochenende später, also heute ist Samstag und ja, ich dachte, ich nehme euch nochmal mit. Theoretisch würde dieser Vlog morgen online kommen, also am Sonntag, aber das wird leider nichts. Deswegen dachte ich, ich nehme euch einfach noch ein kleines bisschen mit und dann poste ich den nächste Woche. Zum einen, ja, ging es mir halt einfach nicht so gut und ich habe halt auch wieder angefangen zu arbeiten nach einer längeren Zeit und das war dann alles ein bisschen viel. Genau, also ich habe halt leider durch die Corona-Infektion sehr starke Lungenprobleme und habe echt dolle Schmerzen, war auch tatsächlich beim Arzt und nehme jetzt Cortison. Und ja, es ist leider nicht spurlos an mir vorbeigegangen und deswegen habe ich mich einfach nicht bereit gefühlt, so ja, Videos zu drehen und euch mitzunehmen. Ich gebe aber mein Bestes, dass es jetzt mit Videos weitergeht, so wie ihr es gewohnt seid. Ich versuche ja wirklich regelmäßig zu posten und ja, ich gebe mir da wirklich so, so, so viel Mühe und genau. Also ab jetzt geht es hoffentlich nur bergauf und dann nehme ich euch natürlich auch wieder mehr mit. Ich denke mal, ich werde auch so im neuen Jahr ein bisschen anfangen, Vlogs zu machen, denn in diesem Vlog werde ich jetzt nicht mehr groß was zeigen. Ich wollte eigentlich noch zu Hamburg sagen, wir sind dann abends nach Hause gefahren, wir waren beide so platt, also das war wirklich der Hammer. Wir sind an beiden Tagen natürlich auch echt viel gelaufen, was für mich auch echt ein bisschen blöd war. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, wie es sein wird, wenn man 2 Wochen gar nicht draußen ist, dann viel zu laufen. Natürlich war mir bewusst, dass es nicht so schlau ist, aber ja, im Endeffekt hätte ich es vielleicht einfach lieber sein lassen sollen, aber jetzt ist es so, ich bin halt da rumgelaufen und
ja, vielleicht hat das auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es meiner Lunge jetzt nicht so gut geht. Das weiß ich eben nicht. Genau, dann waren wir noch essen, als wir zu Hause waren, also im Restaurant bei Peter Pane. Da esse ich sehr gerne, weil die auch viele vegetarische und vegane Burger haben. Und es schmeckt einfach jedes Mal bombastisch. Deswegen waren wir dann da noch essen. Und das war es eigentlich von unserem Hamburg-Trip. Wie ich bereits gesagt habe, habe ich dann in der Woche gearbeitet. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, genau. Jetzt habe ich gerade meine Haut ein bisschen gepflegt. Deswegen sieht die auch so aus, wie sie aussieht. Genau, ich benutze gerade eine neue Beauty-Marke und versuche die mal ein bisschen zu testen und auszuprobieren. Also mal schauen, ob das was bringt. Ich habe ja nicht ganz so reine Haut, wie man sieht, aber ich bin damit voll okay. Deswegen, also es stört mich gar nicht. Es ist halt einfach, es bin halt einfach ich und es gehört einfach zu mir. Und ich weiß nicht, ich finde, es kommt immer so auf die Ausstrahlung an, wie man das zeigt. Also würde ich mich jetzt verstecken deswegen, dann weiß ich nicht, fände ich das viel blöder und nicht schön im Gegensatz dazu, wenn man halt Hautprobleme hat und das offen zeigt und dann auch selbstbewusst damit umgeht. Ich finde, das ist einfach wichtig zu erkennen, dass das was ganz Normales ist und dass es gar nicht schlimm ist, denn eigentlich haben alle Leute irgendwelche Hautprobleme oder Probleme mit ihrem Körper oder was auch immer. Ich glaube, es gibt fast niemanden, der zu 100% mit seinem Körper zufrieden ist und das ist normal und es ist auch okay. Man muss nicht immer zu 100% glücklich sein und solange man aber zeigt, dass man klarkommt und sich akzeptiert und sich nicht jedes Mal schlecht macht, die Zeit, die man da rein investiert, sich selbst schlecht zu machen und irgendwas Negatives über sich zu sagen, wenn man an einem Spiegel vorbeiläuft, dass man vielleicht denkt, boah, wie blöd sehe ich denn heute wieder aus? Diese Zeit könnt ihr so viel sinnvoller nutzen, denn ihr habt das alle nicht nötig. Niemand hat es nötig, sich schlecht zu machen. Ganz ehrlich, Leute, nein. Nein. Und genau, das wollte ich einmal nur kurz sagen. Deswegen zeige ich mich jetzt auch einfach so in den Vlogs und auch in den Videos. Das wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Genau. Mehr kann ich jetzt eigentlich auch wirklich nicht sagen. Mal sehen, ob ich euch noch mitnehme. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Das wird mir sehr viel bedeuten. Das ist für euch ein ganz kurzer Klick. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Habt bis dann einen wundervollen Tag und macht's gut. Ciao!